Heute bei uns im Studio-Frühstück wieder mein werter Kollege, der Tobias Lichtmann. Der hat sich das ganze Wochenende hier im Studio eingeschlossen zum ersten Mal und der gibt mir heute mal seine Eindrücke, wie das so ist. Außerdem gibt es einen Gewinner unserer Waveform Traction Verlosung. Und was hatten wir noch? Das war's eigentlich. Das war's. Viel Spaß. Guten Morgen, das Studio-Frühstück vom Montagmorgen. Für alle, die unseren Podcast hören, ist das natürlich eher der Dienstagmorgen. Ich denke trotzdem, das Montagmorgen-Studio-Frühstück hier live auf Facebook, wo wir gerade sind, das hat schon was, weil man kommt so morgens zur Arbeit und kann erstmal einschalten und muss erstmal nicht anfangen zu arbeiten. Für uns hat die Arbeit natürlich schon begonnen. Wir sitzen jetzt schon so eine Stunde zusammen, haben so ein bisschen strategische Dinge besprochen, schon mal ein bisschen geguckt, was so an Start ist diese Woche. Ich will erst noch mal darauf hinweisen, dass wir immer noch in unserer Verlosung sind. Also eigentlich hat die erst gerade gestartet. Am Ende dieser Folge werde ich den ersten Gewinner ansagen. Vom Podcast, der letzten Freitag dann verfügbar war, freitagsmorgens, den wir donnerstags aufgenommen hatten. Hat also einen kleinen Vorlauf, aber wir haben einen Gewinner. Ende der Sendung geben wir den bekannt. Genau, nochmal für alle, die es nicht verstehen. Donnerstag waren wir live. Der ist dann Freitag auf unseren Podcast-Feed gegangen. Und auch, ich weiß nicht, habe ich den auf IGTV schon hochgeladen? Nee. Der kommt dann, ist noch einen Tag später, wenn ich es richtig sehe. Das müssen wir gleich nochmal besprechen. Wir schauen, dass wir das auf alle Channels bringen. Auf YouTube, Mixed by Marc Mozart, heißt jetzt auch endlich Mixed by Marc Mozart, der Channel. Auf IGTV kann man sehen, Mixed by Marc Mozart, Instagram, hängt noch ein IGTV-Channel dran. Und natürlich für die meisten, glaube ich, ist der Podcast schon am realistischsten, weil wer morgens zur Arbeit fährt. Genau, zum Frühstück, in der Bahn, Kopfhörer rein und gut ist. Gewinnspiel. Waveform Traction ist eine ziemlich geile DAW, die aber, sagen wir mal, nicht unter den Big 3, 4, 5 betrachtet wird, aber von den Features her da nicht nur mithalten kann, sondern auch sehr eigenständige Dinge zu bieten hat. Wir verlosen 20 Lizenzen der Full Version mit allem drum und dran. Da ist unter anderem auch Melodyne dabei, da ist eine Sound Library dabei, ziemlich geile Plugins, läuft auf Windows, Mac, sogar Linux. Ja, Tobi, erzähl doch nochmal, wer es noch nicht mitbekommen hat. Wie kann man denn diese Lizenz gewinnen? Indem ihr uns zuhört und uns bitte ehrlich bewertet. Hat euch das was gebracht, was wir hier morgens bereden? Habt ihr Fragen davon bekommen? Stellt sie uns, bewertet das Ganze auf dem iTunes Podcast dann? Entweder auf der Apple Podcast App oder ihr könnt auch auf eurem Rechner in iTunes gehen, in die Podcast-Abteilung. Sucht den Podcast. Wenn ihr Marc Mozart eintippt, werdet ihr ihn finden. Und zwar den deutschen, wo ihr dann auch die letzten Studio-Frühstücke im Feed seht und Genau, und dort einfach eine ehrliche Bewertung abgeben und einen Screenshot per Facebook PM an den Marc. Und er spielt dann auch die Lotto und Glücksfee. Ne? Und dann ist es... Und dann ich werde jemanden. Es ist übrigens nicht so, dass ich dann von jedem Tag einen rauslose, sondern also wer jetzt heute noch nicht gewonnen hat und aber schon geschickt hat, dass er dabei war, also es ist ein Topf, wo ihr reinkommt, weil es macht jetzt keinen Sinn, dass ihr jeden Tag eine Bewertung schreibt. Ja, das stimmt. Also realistisch bleiben. Das geht gar nicht, glaube ich. Ja. Ja, Tobi, jetzt. Ja. Jetzt lege ich auch mal das Handy weg, denn ich habe die ganze Zeit live in Gruppen geshared. Das war das Ding. Das ist eine gute strategische Idee, muss ich sagen. Findest du? Ja. Das ist ja interessant. Ich sag mal, solange diese Gruppen, wo du unser Studio-Frühstück reinschaltest, solange die Deutsch reden und sich für unser Thema interessieren, ist das eigentlich ganz schlau. Das stimmt. Kann ich euch eigentlich auch nur den Tipp geben. Wir haben heute Morgen so ein bisschen überlegt und da wäre es eigentlich auch gut, von den Zuhörern, Zusehern mal ein bisschen Feedback bekommen. Was uns ja auszeichnet, sind jetzt nicht nur hier so das Studio, klar, das ist ein schön geiles Studio. Wir haben
Education-Produkte rund um das Studio. Mhm. Wir machen Services. Die Services mache ich natürlich schon lange als Musikproduzent und man konnte mich auch schon ziemlich lange buchen, um einen Mix zu machen. Wir haben einen Mastering-Service. Aber was die ganze Sache natürlich erst so richtig an die Öffentlichkeit bringt, ist natürlich, dass wir auf vielen Channels präsent sind. Wobei Facebook immer so das Leading-Ding war, was damit zusammenhing, dass, wie ich mit meiner Page angefangen habe, 2013, dass da eben Facebook schon extrem dominierend war. Und Instagram gab es noch nicht, Doch, oder? Das gab es ja schon auch sehr lange. Da war ich auch ziemlich früh dabei. Mhm. Aber Instagram hat im Grunde genommen erst jetzt so einen richtigen Mega-Push bekommen zu dem Zeitpunkt, wo die dann das Stories-Konzept von Snapchat kopiert haben. In dem Moment, vorher war es schon so ein bisschen so, dass man dachte, was ist jetzt mit Instagram, wo geht das hin? Aber Stories geht richtig ab. Da sind wir natürlich auch präsent. Nicht in der Art und Weise, wie wir es in Facebook sind. Aber wir arbeiten an allen Channels. Wir arbeiten dran. Das YouTube ist auch zum Beispiel. Oh, ja. Jetzt wollte ich von dir wissen, ich weiß nicht, ob wir es im letzten Studio-Frühstück schon angedeutet haben. Du hast jetzt tatsächlich wenn ich es mitbekommen habe, das Wochenende Samstag, Sonntag hier fast komplett im Studio verbracht. Das ist richtig, ganz genau. Und da würde ich jetzt gerne mal, dass du mir mal beschreibst, wie die zwei Tage so liefen. So, was war das für eine Journey, für eine Reise? Weil du bist ja doch eigentlich gewohnt, mit deinem kleinen Setup da drüben, Native Instrument, kleines Keyboard, David Guetta-Style, eine Taste. Eine Taste, genau, ja. Das reicht aber auch. Und dann den Key-Mode rein und schon schreibt man die ganze Zeit in C-Dur. Maschinen MK3 steht auch noch da. Mhm. Und zwar hast du eine, die keinen Autounfall hatte, deswegen nicht in der Mitte durchgebrochen ist. Ich habe eine ganze statt zwei halbe. Mal austauschen über Nacht. Meine funktioniert übrigens auch noch, gell? Immer noch. Ja, die lag unterm Auto, nachdem der Abschleppwagen das kaputte Auto weggezogen hat, habe ich gesehen, ach, da ist sie ja doch. Ich dachte, sie wäre auf der Autobahn zerbröselt worden. Sie lag da, ich dachte mir, na, als Erinnerung dafür, dass ich überlebt habe, nehme ich sie mal mit nach Hause. Würde ich gerne hier an der Wand mal sehen, so als Memory. Ich benutze die, die ist mein Audio-Interface zu Hause im Project Studio, die funktioniert auch noch. Und du siehst auch, die hat so einen Riss durch und da siehst du halt auch, dass es halt so dickes Aluminiumblech, was auch immer, das ist richtig stabil, das Ding. Kam heim, hab's eingeschaltet, hat funktioniert. An der Stelle Grüße an die Hardware-Entwickler von Native. Habt ihr gut gemacht. Ist mal ein Argument. So. Ist ein Argument. So, auf der Autobahn, aus dem Auto gefallen, noch ein paar Autos drüber gefahren. Okay, ich gehe mal heim, arbeiten weiter. Aber zurück zur Frage, was ich habe mir die übrigens selber gekauft von meinem eigenen Geld. Also, absolut. Ja. Das ist jetzt keine Werbung gewesen. Keine Werbung? Nee, es spricht auch wirklich für das Produkt, wenn es. Nee, was ich eigentlich. Das überlebt. Ich ziehe wieder so lange Bögen. Der Johnny, der nachher den Podcast editiert, der liegt schon wieder verzweifelt am Boden. Mischung aus Verzweiflung und Lachen sehe ich in seinem Gesicht. Ja. Nee, ich spanne nochmal den Bogen für den Johnny nochmal komplett. Du sitzt sonst zu Hause in deiner Wohnung. Das stimmt. Die sieht auch wie ein Studio aus. Ja, ich schlafe in einem Studio mit Bett, das ist es. Genau. Genau. Und jetzt war das, du hast aber natürlich jetzt nicht so 3 Meter tiefe Bass-Traps. Nein, das habe ich nicht. Erzähl doch mal, was hast du so mitgenommen von dem Wochenende? Wie lief das so? Die Reisebeschreibung. Also Reisebeschreibung. Ausgangssituation ist einfach, wenn ich zu Hause produziere, dann ist das mit Neumann-Lautsprechern, die sind auch ganz gut, aber der Raum ist halt eben nicht so behandelt, wie wir ihn hier sehen. Das heißt, ich möchte ja hier auch mixen lernen und ich musste aber erstmal und muss immer noch mein Gehör hier dran gewöhnen. Mhm. Und dann habe ich das Nützliche mit dem Sinnvollen verbunden und habe mal meine Spotify-Playlisten, mit denen ich sonst eben für Sets oder Events etwas vorbereite, die bin ich durchgegangen und habe einfach die gesamte Library mal durchgehört. Und dabei ist mir eigentlich nur aufgefallen, wie eher das ist ein anderes Hören, weil man einfach den Klang im Raum extrem gut feststellen kann. Ne? Mhm. Also sehr, ist wie mit dem Mikroskop in den Klang reingehen. Und das habe ich dann quasi 36 Stunden gemacht, zwischendurch einmal geschlafen, dann haben mir die Ohren geklingelt und jetzt ist das Wochenende schon wieder vorbei. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe dir ja so ein bisschen vorher angekündigt, meine Gedanken waren in der Ecke, okay, du bist DJ, du magst wahrscheinlich so eine Bassdrum, die so richtig wupp
wo der Magen ein bisschen sich schüttelt, dann müsste aber bei dir zu Hause jetzt auch nicht unbedingt so sein, dass es richtig so in Magenhaut, weil die Neumann-Boxen sind ja auch eher neutral und der Subwoofer, weiß ich jetzt nicht, ob der 12 dB lauter ist unter 100 Hertz als der Rest, aber... Also als Key Takeaway, wenn man das mal so schön auf Neudeutsch sagen darf, kann ich nur jedem empfehlen, wenn man zu Hause produziert und nur einen einigermaßen getreateten Raum hat, einfach im Bassbereich mal die Hälfte wegnehmen. Das hätte bei mir vollkommen gereicht. Auch hier drauf eine gute Kick, also ein Subbassanteil, den spürt man auch, aber er ist immer nur impulsartig da und schon gar kein Dröhnen oder Quetschen. Mhm. Eine gute Kick, die sitzt wirklich schön zentral, trifft kurz, geht dann wieder, kommt natürlich immer auf den Tracklauf an, aber viel gelernt hier. Ja? Mhm. Und auch festgestellt, dass Tracks, die sehr gerne gehört werden auf Spotify, teilweise extrem schlecht gemixt sein können, was kein Problem für den Track ist an sich, wenn es ein gutes Stück ist. Und andersrum kann auch ein sehr langweiliges Stück, was sehr gut produziert ist, genauso funktionieren. Also sehr erkenntnisreich. Ich weiß noch nicht ganz, was ich daraus alles mache, aber ich habe viel gelernt. Ja, ich denke, es ist ein bisschen... Oder sehr aufschlussreich, dann so die Kurve mal zu kriegen, weil viele Leute hören das halt mit ganz normalen Smartphone-Kopfhörern. Ja. Und was bleibt dann von dem hier übrig? Hast du auch mal hier auf die kleinen Systeme umgeschaltet? Auch, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich war einfach so verliebt, erstmal damit spielen zu können, dass das auf jeden Fall nötige Gegenhören in verschiedenen Szenarien, ob Mamas Küchenradio oder dort hinten das oder eben vielleicht auch Kopfhören, ist jetzt bei mir flach gefallen. Ich habe einfach mal richtig am Honeypot. Und könntest du mir jetzt die vier Hauptsysteme irgendwie mal beschreiben von deinem subjektiven Eindruck nach dem Wochenende? Was hast? Wie würdest du jetzt jemanden, der das Studio nicht kennt, die vier Systeme, die wir hier dran haben, beschreiben? Wie war es für dich? Weil für mich ist das einfach spannend, mal zu sehen. Ich bin da jetzt so drin in der Welt. Ja. Ich würde es gerne mal von dir hören. Wie würde ich es beschreiben? Die PMC-Speaker in der Mitte sind etwas trockener, auch weil sie vielleicht auch enger gestellt sind, ist die räumliche Wahrnehmung anders als die beiden äußeren, größeren Lautsprecher, die einen wirklich ein bisschen mehr im Raum oder im Klang stehen lassen. Interessant ist, wie schnell sich das Gehör selber adaptiert. Es ist keine 10, 15 Sekunden. Da ist man einfach dran gewöhnt und ist überrascht, wenn man dann einmal umschaltet, dass es sich doch ähnlich, aber dann auch wieder anders anhört, ist schwer zu beschreiben. Mutters Küchenradio ist natürlich immer das gute Backup, wenn es darauf zerrt, dann weiß man, ist vielleicht nicht so gut. Ist valide, war jetzt für das Wochenende nicht so ganz, wie gesagt, mein Mittel der Wahl. Ja, und das Sonos-Ding da hinten, oder was war das? Nee, das ist auch B&W. Ja, happened to be, ne? Also auch mal reingehört, aber wie gesagt, ich bin halt immer wieder da mehr auf die Jungs und Mädels gegangen, auf jeden Fall. Ja, aber es ist ein also den Klang im Raum wahrnehmen, was sonst so nicht möglich ist. Und das ist ziemlich cool. Und würdest du es auch als hilfreich sehen für dein Produzieren? Ah ja, also schon. Was ich jetzt so ein bisschen interpretiere aus dem, was du jetzt vorher gesagt hast, war, dass man doch in anderen Umgebungen doch oft so ein Nachwummern hat im Bassbereich und dass man dann ganz plötzlich sieht, dass die Sachen, die man so als State of the Art betrachtet, ich fantasiere jetzt mal oder interpretiere das, was du gesagt hast, dass die halt doch einfach extrem definiert sind und dass dieses Nachwummern dann halt die Location oder das Wohnzimmer ist, in dem man dann hört. Das stimmt. Also größte Einsichten, die ich auch irgendwie vielleicht teilen kann, ist einfach, nehmen wir zum Beispiel an, ein Delay auf etwas legende Stimme. Auf den eigenen Produktionen habe ich gemerkt, wie hart ein Film weiterhin über das Audio einfach schmiert, wo doch längst schon eigentlich dieses Element vorbei ist. Das hört man hier drauf sehr stark. Zu Hause höre ich das nicht. Egal, wie hart ich mich bemühe, verschiedene Abhörszenarien zu machen, ob ich jetzt mich in ein Auto setze und dort abhöre, über Kopfhörer, dies, das und jenes. Es ist einfach, glaube ich, eine mikroskopisch genaue Anlage, um die besseren Entscheidungen zu treffen, in der Hoffnung, dass man sie auf kleineren Systemen dann auch gut hört. Ich habe gerade das Signal bekommen. Der Mann hinter den Kulissen, der das nachher editieren muss. Ja, genau, der sagte. Der sagte so, oh. It's about time. Sonst kriege ich es heute nicht fertig. Ja. Ja, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ich habe jetzt noch einen Moment Zeit, hoffentlich meine Absage zu machen. Sagt man das so, den Abspann? Ich denke schon. Genau, wir haben nämlich einen Gewinner. Waveform Traction, der erste Gewinner, heißt Kevin Nietzsche. Du bist am Start.
Ich habe von dir ja auch eine Message bekommen, da werde ich gleich drauf antworten. Ich muss jetzt selber nochmal gucken. Du kriegst einen Code von uns, du kriegst eine Webseite, wo du den einlösen kannst und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Wenn nicht, meldest du dich. Dann würde ich auch sagen, mach mal einen Track, schick den rüber und dann hören wir uns den nochmal an. Hier, oder? Das wäre dann, falls ihr mal Feedback von uns haben wollt auf den Mix, könnt ihr das gerne schicken an feedback@mixedbymarkmozart.com. Und wir gehen jetzt an die Arbeit hier. Genau. Wir sehen uns morgen wieder, denn das Studio-Frühstück unter der Woche findet täglich statt. Bitte unbedingt, wer einen Weg zur Arbeit hat, ihr könnt uns super auf dem Podcast hören über die Apple Podcast App. Wir sind immer noch dran. Ich muss mal gucken, ob wir auf Google Podcast und Spotify, dann erinnere mich mal dran, dass ich morgen dazu mal was sage. Muss ich mal gucken. Sollte über Anchor eigentlich gehen, oder? Wir sind aber mit diesem Podcast nicht auf Anchor. Ah. Noch nicht. Okay. Und mit dem Englischen sind wir noch am Experimentieren, aber sage ich morgen mal was dazu. Apple Podcast App oder iTunes funktioniert es auf jeden Fall. Vielen Dank und wir sehen uns morgen. Ciao.